einer der Gäste, der einen Riesenapplaus bekommen hat hier aus der Halle, Jens Böckle. Grüß dich, Jens. Es ist ein schönes Gefühl, oder? Wenn man nach Hause, ich sag mal bewusst, nach Hause kommt und hat noch so viel Wärme, die einem entgegenschlägt, das tut gut. Ja, das hat mich auch überrascht. Na, überrascht hat mich das nicht. Überrascht hat mich das nicht. Zum Ersten bist du sehr erfolgreich in Hannover. Du hast gesagt, du hast Urlaub heute. Ich finde es trotzdem toll, dass du jetzt bei mir bist. Du hast die Würzburger Kicker schon spielen sehen. Das ist 1-1. Ja, hab ich mir auch schon angeschaut. Okay. Da war es nur nicht so schön warm wie hier. Das ist richtig, das war heute ungemütlich da draußen. Was hast du zur ersten Spielhälfte? Du hast natürlich umkämpft, dass sie das hätte, das gemacht hätte zur letzten Woche. Wo sie mir richtig große Einwiederlage im Springen passiert haben. Und die machen das gut und bis jetzt tun sie sich sehr schwer, schaffen sie nicht so richtig frei, den Spiel reinzukriegen. Und bin gespannt, ob das die zweite Halbzeit besser wird. Bisschen die Aktion überhastet von Wimper in der ersten Halbzeit teilweise? Oder sagst du, okay, im Angriff ist eigentlich alles okay? Jetzt kommt Max Bauer von außen, jetzt trifft er endlich mal. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, wir sprechen gerade davon, das Spiel frei zu machen und sie haben es gerade eben auch hervorragend gemacht. Und im Gegenzug kassieren sie schon wieder eine. Ja, das ist ein bisschen anders hier auf dem Kreis, aber wir hatten schon 3-4 Fehler zu machen, die direkt zu Boden geführt haben. 2-3, die besser sein müssen. Ja, das ist ein bisschen leicht, was wir da machen gegen die Kreisläufer. Aber vom Angriff drückt es schon mal ein bisschen in den ersten 2 Minuten. Also, das ist mal gespannt, was da passiert. Angriff war ja in der, ich sag mal so, in den ersten Spielen der Saison, war Angriff wirklich ein extremes Problem. Bei Benedikt Brinmeier ist der Knotenplatz, bei dem merkt man wirklich, dass er sich durchtankt, dass der will, dass der diesen zwingenden Willen hat. Aber siehst du das Spiel heute gefährdet? Eigentlich nicht, oder? Also, das ist ein Vorsprung, beziehungsweise ein Vorsprung für Hennstedt, ist natürlich, dass man, der jetzt immer zum Spiel muss man erstmal gewinnen. Dass die Mannschaft gegen den Abstieg kämpft und sowas als selbstverständlich hinzunehmen, auch mal drin, was hätte es einfach. Nee, darf man nicht, um Gottes Willen. Also das würde ich auch nicht sagen. Aber man hat schon wieder einen Fehlwurf produziert. In dem Fall war es vom Spielsitz, der den gerade eben daneben gesetzt hat. Bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Ich entlasse dich in dein Spiel. Genieß es noch. Genieß vor allem den Abend in Würzburg mit deinem alten Freund Daniel Sauer. Ich glaube, wir werden heute Abend ein bisschen noch vielleicht zusammen ausgehen. Nee. Nicht? Wir gehen heim und schauen ins Sportstudio an. Okay. Und passen auf die Kleine bei dir auf. Sehr gut. So, das ist Arbeitsteilung. So sind die Männer von heute. Finde ich toll. Vielen lieben Dank, Jens, dass du da warst. Ich kriege gleich wieder meinen Co-Kommentator, den guten Jan Winkler. Der macht seine Sache übrigens extrem gut. Hätte ich nicht gedacht. Erste Mal am Mikrofon und ist sowas von souverän hier oben. Hast du mit mir viel zu viel? Das wird ein bisschen... Nein, absolut nicht. Also ja, bei dir sind die fachlichen Kommentare sind hervorragend. Also von der Sicht, ich war mit dir auch sehr zufrieden. Warte mal, ich streiche dich nochmal ganz kurz. Ist in Ordnung. Es steht 14-12 übrigens, also 12-14. Und jetzt müssen sie aufpassen, dass sie sich nicht noch ein Ding fangen, weil sonst sind sie schon wieder 3 Tore hinten. Hoffen wir das denn holen. Auf jeden Fall eine schöne Zeit und toll, dass du da warst. Vielen Dank jetzt. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.